Ja, hallihallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Anno 1800 Let's Play vom DLC Versunkene Schätze. Und ja, ich nehme wie schon gestern angekündigt eigentlich gerade alles in einer Reihe hintereinander auf. Also ich bin am Vorproduzieren. Aber ja, ich bin gerade hart motiviert und habe Zeit und am Wochenende nehme ich nicht, deswegen muss ich das jetzt vortun. Ja, heute ist glaube ich Sonntag für euch, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Er ist auch wieder hier. Ja, wir sind gerade dabei, hier ein bisschen wieder unsere alles zu stabilisieren, damit wir hier endlich genug haben für die Brillen. Und auch Kaffeeproduktion müssen wir schauen, wie wir das in Zukunft regeln. Ich schau mal kurz. Ich habe hier ein Schiff. Das ist welches? Ah ja, der hat... Wie viele Slots hat der? Nur zwei, okay. Klar, er kann sich gut verteidigen. Da könnte man noch so einen zweiten bauen. Oder machen wir gleich ein Frachtschiff. Ich glaube nämlich, das ist fast sinnvoller. Ich brauche lediglich die elementaren Bausteine des Lebens, um meine Ideen zu verwirklichen. Dass wir nämlich ihn dann schicken als Kaffee-Routen-Ding-Typ. Hier mal übrigens, dies wäre das Tortillas will er. Alter Schwede, okay. Haben wir natürlich keine an Bord, das ist eh klar. Verkauft uns die Saramento Tortillas eventuell. Ne, die Madame Krachina. Ne, die verkauft uns Kaffee. Wenn wir uns den Shit leisten können, dann könnten wir eventuell, ne? Kaffee von ihr kaufen. Die Frage ist, hat sie denn immer im Café oder immer im Angebot? Ne, wo ist hier die, hier? Nö. Na, die Saramento ist ja nur auf der anderen Insel, ne? Für die Tortillas. Ne, mit der haben wir ja keinen Frieden. Hier die Gefängnisinsel. Ah, der verkauft das hier, okay. La, 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 la. Ah, okay, ich verstehe schon. Okay, ja, basically, haben wir hier unseren... Ne, haben wir natürlich wieder kein Schiff hier am Start. Okay, da müssen wir jetzt eventuell... Ne, ist Monitor, den brauche ich nicht. Juwel der Krone. Nö, ich brauche kein funkelndes Juwel der Krone. Dieses Land ihrer Königin, oder darf ich... Nimm sie einfach, komm. Ich fahre mit dem jetzt einfach mal runter, Tortillas holen. Errichtet. Neue Welt. Ja, du düst mal runter und was wir... Was sie getan? Ja, ich weiß auch nicht, was ich getan habe. Pittoreske Metropole, sehr schön. Was ist hier mit den Brillen noch nicht so, wie es funktionieren sollte? Hm. Wir haben übrigens auch keine Hochräder mehr. Wo haben wir hier unser Hochrad? Manufaktur, haben wir die hier überhaupt? Schreibmaschinen hier. Ohne die richtigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Da ist kein Kautschuk mehr am Stisseln, Manisseln. Neue Lieferung. Der bringt Öl. Was macht er hier eigentlich? Orion, was machst du hier? Ich weiß gar nicht mehr. Neue Befehle. Wer zur Hölle bringt Kautschuk? Die Meerjungfrau. Du bist doch die Meerjungfrau, ne? Ne, Tapferkeit, okay. Ja, wegs Kautschuk wäre gewesen. Da müssen wir eventuell auch mehr Kautschuk machen, damit wir hier eben auch die Hochräder wieder ins Sortiment bekommen. Wir brauchen basically rum, Ding und Ding. Also es wird, glaube ich, an der Zeit, eine neue Insel zu besiedeln in der neuen Welt. Ja? Aber ich mache ein bisschen schneller hier, damit auch was weitergeht. Und eventuell... Ah, wir müssen... Da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Hier... Können wir hier irgendwie die Eisenbahn abzweigen und hier noch einen... weil die werden hier sowieso nicht aufsteigen ohne Strom. Vermutlich. Deswegen wäre hier ein Kraftwerk noch ganz sinnvoll, ne? Wenn ich dazu hier einfach, ne? Ja, ich muss hier mal sowieso...
Hier ein Kraftwerk. Schauen wir mal. Ah ja, hier den Weg habe ich so ganz falsch aufgelöst. Also, ich glaube, das ist ganz sinnvoll, weil dann haben wir hier eben. Dann haben wir nämlich hier. Bringt das eigentlich, wenn hier Strom ist? Nein, Moment. Dann haben wir hier tatsächlich dann in der ganzen Stadt Strom. Das ist gut. Ja. Hier brauchen wir jetzt einen Zug. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah ja. Da müssen wir. Okay, warte mal. Das ist jetzt. Ah, hier übrigens Expedition ist auch. Ja, genau. Er hier ist. Ah, er ist hier jetzt da, wo er hin muss. Gut, den habe ich jetzt gar nicht gemeint. es ist schon wieder Nacht und ich sehe nichts. Hier können wir dann auch ein bisschen so schön Prunk. Ne, Prunk nicht, aber halt ein bisschen schöner machen. Ich fahre mal hier raus mit dem. Ne? Das ist jetzt natürlich die nächste Frage, ob das hier so klappt. Ja. Und hier haben wir jetzt ein bisschen Platz für. Ne? Ne, das ist natürlich wieder zu groß. Das auch. Okay, was haben wir hier? Eine Reiterstatue zum Beispiel. Ne, das ist nicht so schön. Eine Gedenkstätte. Nö, ist nicht so schön. Ich hätte gerne einen Brunnen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mit einem Brunnen. Oder was machen wir hier in einem Pavillon? Oder hier ist ein Brunnen. Ja, der ist schön. Hier ein Brunnen in die Mitte. Und links und rechts ein Garten. Schön. Also machen wir wieder mal Normalgeschwindigkeit. Ne? Bevor wir hier uns komplett verzetteln. Hier einen Zeitungsstand. Hier eine Sitzecke. Und zwei Bäume. Komm. Falsch. Hier. Oder gibt es hier auch Bäume? Ja, hier gibt es einen Laubbaum und noch einen Laubbaum. Ach komm. So, wie connecten wir jetzt hier? Das ist natürlich jetzt die eher schwierige Frage. Eventuell hier so rüber, weil. Ja, wir können hier einfach. Idealerweise wäre es hier anzuknüpfen. Geht das? Ah. Doch. Und dann machen wir mal hier so den Weg gerade und dann hier die Dinge rein. Okay, und jetzt kann ich hoffentlich hier irgendwie connecten. Was Baugelände blockiert, Alter. Willst du mich verarschen? Ah, hier ging's. Okay. Yes, jetzt sind wir hier connected. Gut. Weiter geht's in der neuen Welt. Du holst... ein paar Tortillas, 20 an der Zahl. Und mach sich wieder auf in die alte Welt. So. Genau. Dann schauen wir mal kurz, was die Expedition hier zu melden hat. Bemannt die Geschütze. Oh, ausgeraubt. Oh, Werftbetrug. Nachdem sie sich bei dem großzügigen Gastwirt bedankt haben, ist ihr Schiff bereit abzulegen. Alle am Pier lächeln ihnen zu und winken zum Abschied. Später wird ihnen klar, warum, denn sie entdecken, dass Teile ihrer wertvollen Ausrüstung verschwunden sind. Nun müssen sie entscheiden, ob sie deshalb umkehren möchten. Ja, also... ja, okay, in den Hafen zurückkehren und die blühen dann, Alter, plus 230% Erfolgschance. Ich wusste ja, warum wir viel Gefechtskunde hier raufhauen auf unser Schiff. Ja, mit unseren zwei Generälen, unserem Kriegsschiff und der kompletten Entpanzerung auf Doom...
werden wir den gesamten Hafen dem Erdbogen gleich machen. Selbstjustiz! Oh, wir haben wieder Moral dazu gewonnen. Die armseligen Verteidigungsanlagen stürzen beim Morgengrauen in sich zusammen. Ihr Schiff erreicht widerstandslos das lodernde Hafen. Das Hafen? Den Hafen, bitte. Den lodernden Hafen oder das lodernde Hafenkontor vielleicht. Oder was auch immer. Und richtet die Kanonen auf das Büro des Hafenmeisters. Nehmen Sie alles, ruft er. Okay, balla balla. Jo. Wir gehen auf ein Bier und weiter geht's. Nett. Ja, das macht natürlich äußerst Spaß. Wie schauen wir eigentlich hier aus? Ich glaube, wir können jetzt hier das endlich bauen. Wir werden diese sonnigen Gefilde zu unserer Sommerresidenz machen, sobald die Hauptstadt eingeweiht wurde. Ja, wir brauchen jetzt hier Engineers. Die Leute und gehen auf die Barrikaden. Why? Why though? Ja, weil es immer regnet. Ja, würde ich auch auf die Barrikaden gehen. Haben wir hier... Ah, wir haben hier auch ein Polizeigebäude. Wo? Hier. Oh, okay. Why though? Why though? Wird von einem Aufstand bedroht. Ja, dann bauen wir halt hier auch mal eine Polizei hinkommen. Das hatte ich auch noch nicht. Dass hier tatsächlich auch, ne? Aber es ist, by the way, absolut geil, wie diese sowjetisch anmutende Musik hier gespielt wird. Ja, das passt auf jeden Fall. Hier, Polizei, du mal hier Aufstand ne? Verringern. Und wir werden in der Zwischenzeit hier auf dieser Insel... Können wir uns das leisten? Ja, ein paar. Spielstand gespeichert. Dum, dum, dum. Drr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 r
Ah, hier gibt's natürlich auch Wartezeiten. Ja, Madame Kachina. Kachbaina. Wie wär's, wenn wir... Oh, uns fehlt die Rohstoffe, aber wir könnten hier, ne? Einsatzbereit. Du wirst basically nicht ausgelassen. Wie schaut's bei dir aus? Ne, du schon. Ja, das heißt, ich muss tatsächlich noch ein Schiff in diese Route eingliedern. Da machen wir noch einen Schoner, der ist billig. Einfach mal bauen. Um auch Zink und Ding wieder zurückzubringen. Und dann stellt sich jetzt die Frage, okay, hier... Wir haben ja Messing genug. Wir haben auch Glas langsam steigend. Normalerweise sollte sich die Brillenproduktion langsam erholen. Klammer, tut sie aber nicht. Die Frage ist, wieso? Der Rest schaut ganz gut aus soweit. Okay. Vielleicht noch eine Brillenmanufaktur. Alter, die brauchen hier alle. Kann natürlich der Fall sein. Dass man hier einfach noch eine bauen. Wir wären dann soweit. Und by the way. Genau, weil dann können wir hier nämlich, ne? Zwei bauen. So. Erwische ich sie bei besonders guter Laune. Ja, veröffentlichen. Ja, jetzt werden hier Brillen am Fließband produziert. Jetzt muss aber... Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ja, das ist natürlich äußerst löblich. Eine pedantische Medizinerin. Ja. Ja, hier haben wir auch immer Struggles. Ansonsten hier... Haben auch Arbeitskräfte jetzt genügend. Das schaut soweit ganz gut aus. Ich verneige mich in Demut. Wo ist mein Schoner? Hier. Der Muschelfischer. Route einrichten, Handelsroute. Hier nach hier. Hier einladen. Dieses und jenes. Dieses und jenes. Und same hier ausladen. Der Muschelfischer kommt und los geht's. Passt. Das ist jetzt nur präventiv, weil wir eventuell jetzt um einiges mehr Messing-Ausgaben Verbrauch haben. So, komm, machen wir mal normale Geschwindigkeit. Oh, die Tortillas. Oh. Ich hoffe, die Quest ist noch nicht abgelaufen. Sind Sie bereit? Ja. Yes. Karte eines Wracks in Cap Trelawney. Sehr geil. Das können wir auch gleich mitnehmen, würde ich sagen. Ist die Karte eigentlich ein Schiffs-Item? Nee. Ein Taktrat, Handwerker, Marktplakat, aha. Wo finde ich die Schriftrolle? Hä? Handelscharter. Hier vielleicht. Ah, hier sind nämlich noch andere Items auch. Ja, klar. Hier eventuell. Hier. Passt. Haben wir hier. Hier hatten wir ja irgendwas für Bergungsschiff. Erhöht die Chance, eine Rarität zu finden. Ja, du kommst gleich mal mit. So. Jetzt haben wir eigentlich ein recht gutes Bergungsschiff. Mit dem wir alsbald wieder auf Bergung gehen. Und zwar, wir sind jetzt in der alten Welt. Ich werde niemals seekrank. So, which Insel ist das? Das könnte... diese hier sein? Ich habe keine Ahnung. Eventuell diese hier. Ne, hier ist auch noch eine Insel. Was meint ihr? Ich muss hier mal kurz Häfen ausblenden. Und was kann man hier noch? Keine Transparenz? Tauchstellen? Gegnerische Minen. Ha! Jetzt haben wir ein bisschen hier mehr Blick. Die Frage ist, was davon sieht so aus? Erst noch dies hier. Da können wir es auf jeden Fall mal versuchen. Und sonst ist es hier eine äußerst kleine Insel. Ah, der steht. Ja, doch, hier ist es. Nice, gut. Neue Befehle?
Fahren wir gleich runter. So, wir blenden hier mal wieder alles ein. Oh, nee. Erzadern, komm, brauchen wir nicht. Ja, gut. Rest blenden wir wieder ein. Sehr gut. Oh, Expedition meldet sich wieder. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Aber mysteriöse Artefakte. Die Entdeckung einiger sonderbarer Artefakte an Bord verängstigt die Mannschaft. Sie gurtet sich an Reling, Kisten, Bretter und sogar an den Tisch des Kapitäns. Eine Warnung, eine Drohung. Und wer hat sie dort abgelegt? Da die Neidlinge ins unbewohnt ist, kann der Verräter nur an Bord sein. Die Mannschaft muss letzte Nacht etwas gesehen haben. Ja, wir reden und schauen mal. Das hat uns viel geschadet. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Schuss in den Ofen gewesen, alles zusammen. Die zerstörerische Episode. Niemand weiß etwas oder vielleicht verbergen sie es. Die Mehrheit tendiert zu letzterem. Jemand will, dass diese Expedition scheitert und dieses Bild und diese Bildnisse sind eine Drohung. Angst ergreift um sich. Im nächsten Hafen verlässt ein Großteil der Mannschaft das Schiff. Oh shit. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Probieren wir's. Okay. Ich bin ein bisschen unsure, was das in Zukunft hier bringt. Hier? Würden Sie folgendes Recht? Jetzt offenbaren sich grenzenlose Möglichkeiten. Jo, Kaffee, haben wir wahrscheinlich im Moment nicht an. Nee, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen einfach warten, bis das Schiff kommt und Kaffee ablädt und dann haben wir nicht hier Kaffee. Jedes Risiko zahlt sich aus. So, Glühbirnen haben wir jetzt wieder genug. Kautschuk ist nach wie vor ein Problem. Ja. Nee, Anna ist halt Peter. Wo haben wir hier den. Ist das hier auch ein neues Item? Nee, Zucker. Oh. Hier, Kautschuk, ja. Haben wir nicht wirklich viel. Einsatzbereit. Darum wollten wir uns ja auch noch kümmern. Das machen wir am besten mit dir, Schiff. Und was wir noch brauchen, Baumaterialien. Und zwar Stahl, das. Komm, machen wir einfach die 50 voll. Hier. Und zwar hier unten. Um eben ne, noch einen Ding zu bauen. Er ist hier auch bald unten. Nice. Kommt hier das Kaffeeschiff? Ja, Tanker bereit. Ja, es ist aber nicht das Kaffeeschiff. Ich gehe zur Not. 18 Tonnen Kaffee. Ich gehe mal hier runter Kaffee kaufen. Einfach mal Kaffee kaufen, ne? Hier sind wir auch bald da. Ah, geht ja was weiter. Oh, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Okay. Wir bergen das hier noch und dann ist aber genug wieder. Die Attraktivität ihrer Stadt hat so sich verringert. Ah. Jetzt habe ich das hier aktiviert, ja. Hoffentlich rechtzeitig. Kein Kapitän könnte mehr verlangen. Nice, ich habe schon wieder so einen Silberring gefunden. Alter, kann man die verkaufen, bitte? Ich habe schon so viel von denen. Ja, die bringen wir mal eben wieder kurz in den Heimathafen und dann, dann zum Horizont gehen wir noch in Cap Trelawney. Ah nee, das geht sich ja zeitlich auch nicht mehr aus. Sonst haben wir hier einfach einen zweiten und du. Ich brauche noch mehr. Ich werde es nochmal mit normalen Rohstoffen vollführen und dann in die andere Welt schicken. Wo ist eigentlich hier der Kaffee-Typ, mit dem ich Kaffee haben wollte? Ach, die Zeit vergeht so schnell, das ist ein bisschen ungut. Ich wollte nämlich hier noch schnell wenigstens den Quest noch erledigen, dass ich dran denke. Hier fährt's, ne? Ah, der Hund ist langsam. Ist eh Seitenwind, was los? 8 Knoten nur, also minimal 18. 18 Knoten ist eigentlich schnell, wenn er mit Wind fährt. Naja. Ah, hier kommt eh der Kaffee-Typ. Ach, Orion, weißt du was? Scheiß drauf. Du kommst schön wieder zurück in den Hafen. Jetzt warten wir aber noch, bis hier der Kaffeehändler da ist und dann, ne? Und dich laden wir im Moment wieder voll mit. Einfach Rohstoffe von allem. Ist alles an seinem Platz? Ja. Wirklich effizient. Oh, Beton. Na gut. Passt. Jetzt haben wir hier ein paar Rohstoffe, die wir eventuell brauchen können. Und ab in die neue Welt mit dir. So, er ist hier jetzt auch da. Wir wollten abladen den Silberring. Davon haben wir jetzt
drei schon. Die können wir hoffentlich verkaufen dann, oder? Das kann doch nicht sein, Alter. Oder wir... Ah, wir machen Museen in anderen Städten. Das ging auch. Ja, dann machen wir einfach hier, ne? Okay, in diesem Sinn, du fährst wieder nach Cap Trelawney. Und wir beenden das Let's Play an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Jetzt ist aber mal genug mit vorproduzieren. Ab morgen bin ich wieder relativ zeitnah und live dabei. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen traumhaften Tag, ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die Woche. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.